Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Markus an. Dieser hat über Digibiz geschrieben, welches er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Digibiz ist die einfache Lösung für jeden, der ein Online-Produkt verkaufen will. Man erstellt die Inhalte, die man verkaufen möchte, in Form von Texten, Videos oder E-Books und mit Digibiz erstellt man seine eigene WordPress-Webseite, wo der Verkaufsprozess automatisch abläuft. Bei Digibiz wird das Erstellen einer eigenen WordPress-basierten Webseite leicht gemacht. Sie verfügen über verschiedene Vorlagen mit unterschiedlichen Designs für eine solche. Mit wenigen Mausklicks hat man seine eigene Seite, wo man sein Online-Produkt verkaufen kann. Inbegriffen sind zahlreiche Features, wie zum Beispiel ein Menü und komplett geschützter Mitgliederbereich. Man hat die Möglichkeit, Mitgliedschaften für die Webseite zu erstellen, die kostenlos, kostenpflichtig oder als Abonnement angeboten werden können. Außerdem werden einem noch zahlreiche Marketing-Tools an die Hand gegeben, um eine optimale Vermarktung sicherzustellen. Mit Digibiz sind keinerlei Vorkenntnisse nötig, da man Schritt für Schritt angeleitet wird. Damit man sein Produkt Tag und Nacht völlig automatisiert unter die Leute bringen kann, arbeitet Digibiz mit Digistore24 zusammen. Mit Hilfe von Digistore24 werden die Verkaufsprozesse abgewickelt, ohne dass man selbst noch eingreifen muss. Zudem kann man mit Digibiz auch an sein E-Mail-Marketing-Programm anbinden. Angeboten werden hier die gängigen wie Clicktip, GetResponse, Mailchimp, Bewerber, Cleverreach, Leadmotor und Mailjet. Dies vereinfacht das eigene E-Mail-Marketing sehr, da bestehende E-Mail-Listen ergänzt werden können. Digibiz beinhaltet ein eigenes Split-Test-Tool, welches unglaublich hilfreich zur Analyse der eigenen Seite ist. Durch einen Split-Test kann man seine Webseite verbessern, wenn man das Verhalten der Besucher zuvor getestet hat. Zusätzlich kann man zum Beispiel auf seiner Webseite einen Countdown für spezielle Angebote einfügen, einfache Pop-up-Boxen erstellen und mehr. Das wichtigste Tool ist der Page Builder, der es ermöglicht, mit einfachen Klicks eine Sales Page, Squeeze Page bzw. Landing Page und Launch Page zu erstellen. Man kann ein sogenanntes Teaser-Modul in die Webpage einbinden, wodurch man Teile der Inhalte schützen kann, sodass diese zum Beispiel nur für Mitglieder sichtbar sind. Darüber hinaus kann man Inhalte auch sequenziell freischalten lassen, welches besonders nützlich für Abonnementkunden ist, die zum Beispiel wöchentlich neue Inhalte zu sehen bekommen. Digibiz kann man als Abonnement erwerben, wobei es drei unterschiedliche Pakete gibt. Das kleinste Basic kostet 29,90 Euro im Monat. Bei diesem Angebot hat man nicht Zugriff auf alle Tools, ist begrenzt auf ein Projekt und drei Produkte. Auch der Traffic für die Seite auf 10.000 Besucher im Monat begrenzt und man kann maximal 500 Mitglieder verwalten. Im nächstgrößeren Abo Pro für 49,90 Euro erhält man Zugang zu allen angebotenen Tools, man kann drei Projekte und 20 Produkte online bringen und die monatliche Besucherzahl ist auf 100.000 angestiegen sowie 5.000 Mitglieder, die man haben kann. Das größte Paket Business kostet 29,90 Euro monatlich, mit dem man 5 Projekte mit unbegrenzt vielen Produkten anbieten kann. Man kann 20.000 Mitglieder verwalten und bis zu 1 Million Besucher monatlich auf der Webseite haben. Alle Tools sind inklusive. Es ist eine gute und schnelle Kompaktlösung. Ich selbst musste mich nur um den inhaltlichen Teil kümmern und alles Technische wurde mir abgenommen, worüber ich sehr dankbar bin. Digibiz übernimmt das Hosting, schützt die Daten und ist dabei noch sehr einfach zu bedienen. Besonders cool finde ich, dass man auch seine eigene Domain benutzen kann. Dies kann man mit ein paar wenigen Einstellungen direkt bei Digibiz angeben. Und schon passiert alles auf der eigenen Webadresse. Die Vorlagen, die angeboten werden, sind zahlreich und ansprechend. Ich denke, dass hier jeder etwas findet, weil viele Bereiche abgedeckt werden. Die Marketing-Tools, die man bekommt, sind besonders für Anfänger geeignet. Hier empfiehlt es sich aber auch Digibiz hinaus nach alternativen Strategien zu suchen, da es unzählige und auch teilweise bessere davon gibt. Richtig gut ist das Split-Test-Tool von Digibiz, welches man auch unbedingt benutzen sollte, da es ungemein helfen kann, die Webseite zu optimieren und so auch verkaufsstark zu gestalten. Das Einzige, was ein wenig stört, ist der Kostenpunkt. Gerade für den Anfang, wenn man eventuell noch nicht so viel verkaufen kann, scheinen die monatlichen Kosten ziemlich hoch. Klar wird hier auch das Hosting übernommen, aber an sich ist es nur eine einmalige Erstellung der Seite und dennoch muss weiter gezahlt werden. Dennoch würde ich es gerade Einsteigern ans Herz legen, wenn man sich kaum um etwas kümmern muss. Die Verkäufe gehen automatisch und man hat so genug Zeit, am Inhalt zu arbeiten, der stets aktuell und qualitativ hochwertig gehalten werden sollte. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den Leistungen von Digibiz und würde es jederzeit noch einmal in Anspruch nehmen. Großes Lob auch an den Kundensupport, der immer zügig und freundlich antwortet. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.